Herzlich willkommen, ihr lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, vor den Empfangsgeräten. Hier ist der W-Offner wieder mit Day of Tentacle, immer noch am 10.2. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir kommen so langsam in die heiße Phase. Kann sein, dass wir eventuell in dem Part noch fertig werden oder im nächsten, dann hätte das Spiel ja fast 10 Parts. Okay, wie gesagt, ich muss ja gestehen, ich habe das Spiel ja damals schon mal durchgespielt. Und das wäre dann schnell. Schneller als Indiana Jones und schneller als Dick. Ja gut, was haben wir zuletzt gemacht? Wir haben den Laverne-Part fertig. Laverne hat ihren Chrono John angeschlossen und Chrono John, chronophoniert, hätte ich fast gesagt. Und Hugi Röbst, ja wie immer. So, gucken, die Zeitkapsel ist noch hier. Hier ist noch der Wein drin. Die Feder haben wir dem Teil, dem Dings gegeben. Warte mal, wir haben Essig. Lass mal überlegen. Ah, genau. Wir müssen noch Hugi hier fertig kriegen. Das sagt mir auch gerade meine WhatsApp. Vielleicht soll ich das Ding mal ausschalten. Ach ja, diese Mumie. Also, sie hat uns in der Zukunft ganz schön den Arsch gerettet. Wirklich. Ja, ich bin aber mal dafür, dass wir uns jetzt nach Edison begeben, da unten. Er soll uns die Superbatterie bauen. Die müssen wir noch. Dann würde ich sagen, gib. Wo ist denn jetzt hin? Die Essigflasche aus der Zukunft, dem Edison. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Hat er nicht ein Grinsen drauf, ein teuflisches? Tada! Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Der will auch nach Baltimore, aber ich will die Batterie haben. Gib mir die Batterie. Ich brauche sie. Nein, nimm, ich benutze. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Wo? Soll das lustig sein? Ich bin sehr beschäftigt. Okay, damit haben wir den Part erledigt. Das war ja einfach. Ich hätte jetzt gesagt, jetzt sagt er, guck mal, ein dreiköpfiger Affe. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir eben den Benjamin Franklin hier finden. Warte mal eben, das war hier Dingsbums, das war Georges Zimmer. Nee, das war falsch. War das hier? Ja, da ist er. Reden wir mal mit ihm, weil wir müssen ihn jetzt dazu kriegen, dass wir die Batterie per Blitz aufladen. Weil wir wissen ja, er ist ja der Erfinder des Blitzableiters. Das war ja auch damals mit dem Drachen und Selbstversuch und so. Wie war das nochmal gewesen? Rede mit ihm. Wir reden. Hi. Keine Zeit. Ich mache Geschichte. Ja, wir wollen dir gerade dabei helfen. Wir wollen auch Geschichte machen, indem wir mit deinem Blitzableiter eine Batterie aufladen. Ja, dann würde ich sagen, wenn das nicht geht, gib Laborkittel an. Ich habe hier was für dich, Mister... Mr. Superhirn? Gib schon her. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen, wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagne. Hoffentlich. Warte mal, benutze Batterie mit Drachen. Jetzt! Und jetzt drücke. Yippie!
Sache. Er fliegt so seltsam. Du hast es. Bleib so. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus. Er bricht aus. Renn um dein Leben. Na, das war interessant. Jau. Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein. Den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Da bin ich mal gespannt. Den Hoagie-Copter? Fragezeichen. Ah, da ist unsere Batterie wieder. Sie ist aufgeladen. Nehmen wir sie mit. Dann sind wir hier fertig. Ich habe jetzt gedacht, wir müssten jetzt hier noch den Wagen waschen, aber das müssen wir jetzt nicht machen. Dann können wir jetzt auch diesen Chronojohn hier fertig machen. Dann müssten eigentlich Laverne und Hoagie jetzt zurück in die Gegenwart. Ich wollte schon Zukunft sagen. Ja gut, aus Hoagies Sicht ist es die Zukunft, aus Lavernes Sicht die Vergangenheit, aber aus Bernhards Sicht die Gegenwart. Sie fliegen jetzt sowohl zurück in die Zukunft, zurück in die Vergangenheit und er bleibt in der Gegenwart. Also es ist ja wieder, ich liebe Zeitreisen. Ja, nicht so sehr. Okay, benutze mit Chronojohn die Batterie. Ich soll meine einzige Chance, hier wegzukommen, verschenken? Vergiss es. Du sollst ihn nicht durch die Zeit spülen, du sollst das Ding mit Chronojohn verwenden. Ich soll meine einzige Chance, hier wegzukommen, verschenken? Vergiss es. Alter, du sollst den... Okay, benutze... Es hat keinen Strom. Ja, benutze Chronojohn. Batterie mit Chroni. Ich soll meine einzige Chance, hier wegzukommen, verschenken? Vergiss es. Jetzt sollten wir angewöhnen, die WhatsApps abzuschalten. Okay, dann machen wir die Batterie mit Stecker. Geht das? Yeah! Boah! Das war Hoagie. Kann ich jetzt den Chronojohn benutzen? Nein, nicht Toilette? Tja, ich bin fertig. Aber ich glaube, ich muss noch auf Bernhard und Laverne warten. Okay, damit gehen wir dann zurück in die Gegenwart. Warte mal eben... Popo-Tentakel, Mann des Jahres. Tentakel besucht Weißes Haus. Und malt es Popo an. Warte mal, war das Zimmer? Nein, das schläft immer noch. Ich glaube, wir haben letztens telefoniert. Da war doch was mit der Bestellung vom Diamanten. Haben wir die jetzt schon gemacht? Bin mir jetzt nicht sicher. Warte mal, benutze eben... Benutze einfach ein Telefon. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit Sofort ist der Da-Service. Danke für Ihren Anruf. Na, das ist Service. Das ging ja schnell. Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Laut meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Deine Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen. Großartig. Hoagie, ich bin so froh. Ciao. Laverne, super. Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan.
Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Ein Moment, Dr. Fred. Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Haha! Ihr könnt die Maschine nicht ausmachen, wenn ich als Erster da bin. Oh oh. Keine Sorge, Jung. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann. Oh oh. Wir sollten besser etwas unternehmen. Los geht's. Nein, wartet! Ihr könnt nicht alle in einen Kasten gehen. Habt ihr etwa die Fliege nicht gesehen? Autsch.de. Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Bernard zu und sehe Hoagie essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Jetzt wartet mal eine Minute. Es ist Grüntentakel. Wie war das, Grün? Was? Ich glaube, er wollte euch vor mir warnen. Oh. Wir werden die Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich will euch trotzdem vernichten. Ja? Du und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Autsch. Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ihr 10 dort. Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine. Niemand darf sie anfassen. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir! Ich habe schon lange auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Oh oh. Entschuldige mich, uns. In Ordnung. Der Rest von euch kommt mit mir. Nächste Station, die Welt! Was machen wir jetzt? Wowie! Die Wirkung lässt nach. Aha! Lauft los! Verdammt! Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. Leise, vielleicht findet er uns ja nicht. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? Wir müssen hier wieder raus. Wir müssen jetzt ganz schnell in den Raum des Selbstmordkandidaten laufen. Das wäre, glaube ich, hier gewesen. Aha! Oh oh. Nimm das! Und das! Mist! Ey, da rein, zum Mauseloch, bitte. Ja, das kennen wir ja, genau. Wir müssen hier hin, das habe ich auch schon im letzten Mal erklärt.
Dann müssen wir halt müssen wir groß werden und Ancient Lee Bowlingkugel nehmen. Und dann ganz schnell ins Labor pacen. Das ist jetzt, das geht alles auf Zeit jetzt. Komm, nimm Bowlingkugel. Ihr seid ja drei Mann. Raus aus der Tür. Hey. Wo ist der hin? Jetzt schnell ins Labor. Sag, da habe ich beim ersten Mal geflucht und alles Mögliche, weil das sind hier so wie bei Monkey Island. Irgendetwas sagt mir. Geh rein. Benutze Bowlingkugel mit Popotentakel, weil die stehen wie alle Neune beim Bowling. Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Jetzt schalte aus. Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ihr Menschlinge seid so kurzsichtig. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Wie versucht man mit ihm zu reden? Wir müssen jetzt ihn an seine Menschlichkeit appellieren und uns nicht mehr zu verkleinern. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Nein, danke. Können wir uns nicht leisten. Dafür leistet mein Miniaturisierer umso mehr. Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. So, wir versuchen jetzt, er uns nicht mehr miniaturisiert, sondern Dr. Fred. Wir müssen ihm jetzt wirklich dann an seine Menschlichkeit appellieren, dass er uns in Ruhe lässt, dass die Menschen nicht so grausam sind und dass wirklich nur Dr. Fred derjenige ist, welcher. Deswegen versuchen wir alles auf Dr. Fred zu lenken. Hört sich an, als wäre es Dr. Freds Fehler. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Vielleicht macht das ja Spaß. Mist! können wir das ausdiskutieren? Rede. Sicher. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Alles mir! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt können wir nach Hause. Tja, Kinder, das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen.
Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay. Ja. Idioten. Es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Ja, sieht so aus, als wenn alles in Ordnung wäre. Und damit, meine lieben Zuschauer, wir sind durch. Wir haben Day of Tentacle geschafft. Das ist ein bisschen kurz gewesen. Wie gesagt, kürzer als Indiana Jones und The Dick. Wir sind, glaube ich, erst bei 11 Parts oder 12 Parts hier angekommen. Und ich mag das Spiel. Das ist einfach so geil. Der Humor, die Grafik, alles so schräg. Und ich könnt das Spiel doch mal spielen, das ist einfach nur geil. Ich musste im letzten Part, wo Popo-Tentakel angerückt ist, leider ein bisschen schneller machen. Weil ich weiß, das erste Mal, als ich das Spiel gespielt habe, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich den Kampf mit Popo-Tentakel geschafft hatte. Deswegen hier leider ein klein bisschen schneller. Ja, und ihr seht schon, die Fahne, sie schwebt da. Ja, da Hugi in der Vergangenheit einiges angerichtet hat und ja, wir haben ja nur das ganze Moment eigentlich, da Popo-Tentakel ja verschwunden ist, das ist wieder so ein Zeitreisefehler, fällt mir gerade auf. Wir haben es ja geschafft, das abzustellen. Popo-Tentakel ist, ihm sind keine Arme gewachsen, also müsste doch eigentlich... Gäbe es keinen Grund, durch die Zeit zu reisen. Es gibt auch deswegen keinen Grund, dass Hugi in die Vergangenheit landet. Und deswegen dürfte es diese Fahne eigentlich gar nicht geben. Und die Säbel erscheint mit freundlicher Genehmigung. Das ist so ein paar Zeitreise-Unlogiken. Das ist auch eine kleine Zeitreise-Unlogik. Ja, aber es ist ein sehr schönes Spiel. Goldtentakel. Geil. Ich mag diesen Humor von LucasArts. Also es ist einfach nur geil. Ja, und das war's hier von LucasArts. Aber wir machen dann mit einem weiteren Let's Play weiter. Es wird auch um Zeitreise handeln. Und es wird diesmal von Steven Spielberg sein. Ich sag nur Zurück in die Zukunft. Wird im Anschluss hier nach Let's Played. Das habe ich ja schon vor 3 Jahren, im Jahre 2012, 2013. Ein paar Parts. Mir sind allerdings die ganzen Aufnahmen abhandengekommen, weil die Platte gecrashed war. Und letztes Jahr im Juni habe ich zeitgleich mit Day of Tentacle angefangen, den ersten Part von Zurück in die Zukunft aufzunehmen. Und damit werde ich dann, wenn ihr diese Folgen gesehen habt, werde ich schon ein paar Parts Zurück in die Zukunft aufgenommen haben und die werdet ihr dann sehen. Also meine Freunde, das war Day of Tentacle. Ich hatte mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, weitersagen und beim lieben Beof noch weiter reinschauen. Ja, das war's. Day of Tentacle hat mich gefreut, das Spiel.
wieder mal zu spielen. Es hat sau Spaß gemacht, ehrlich. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's. Ich verabschiede mich für dieses Let's Play hier und würde mich freuen, wenn ihr bei Zurück in die Zukunft wieder reinschaut. Also bis dann, euer Wehofner. Tschüss.